zusammen und herzlich willkommen zu Schloss Gripsholm von Kurt Tucholsky, meiner Wenigkeit. Und der Sommer sagt, ich soll sagen, dass heute zum ersten Mal in seinen Videos ein Verleger auftritt, was der meinem Büchlein vorangestellten Korrespondenz entspricht und nicht etwa eine Verlegenheitslösung darstellt, auftritt Ernst Rowohlt, jawohl, in einem Video präsentiert von Reklam. Die kennen da nichts, wenn es um Quellengenauigkeit geht. Guten Tag, Herr Tucholsky, schreiben Sie doch mal eine kleine Liebesgeschichte. Ich will nicht immer nur Politik verlegen. Sie machen mich verlegen, Herr Verleger. Wer liebt denn heute noch? Dann schon lieber eine Sommergeschichte. Haha. Aber nicht wieder 15% Verlagsexemplare abziehen von den Verkäufen. Ja, das ist genau so ironisch, wie es uns gefällt. Wie wäre es mit 14%? Ich dichte erst ab 12%. Und das scheint geklappt zu haben, sonst gäbe es das Büchlein ja jetzt nicht. Nee, Blödsinn, ist natürlich nur fiktiv. Mit dabei sind schon wieder ihr Kurt, ein alter Ego des Autors. Auch genannt Daddy, auch genannt Peter, ein nach höherem aspirierender Schreiberling. Die Prinzessin ist, wie alle Prinzessinnen, wunderschön und Sekretärin. Mit bürgerlichem Namen, was Blödsinn ist, Lydia genannt. Sie pflegt einer tiefen Verehrung des Genitivs und hat eine tiefer gelegte Altstimme, mit der sie gern mecklenburgisches Platt spricht. Karlchen ist ein Freund von Kurchen mit ausgeprägtem Sinn für Gerechtigkeit, der ein bisschen später auftritt. Frau Teufelsbraten Adriani ist Deutsche und deshalb die von Natur aus narzisstisch-sadistisch-diktatorische Leiterin eines Kinderferienheims in Schweden. Und Teufelsbraten sagt sie natürlich zu ungezogenen Kindern wie diesem hier, der kleinen Ada. Sie ist herzzerreißend. Abschließend erwähnen wir Sibylle oder Billy, eine Freundin der Prinzessin und natürlich ebenfalls wunderschön. So, jetzt reicht's. Jetzt geht's los. Du bist ja schon da. Hallo. Ich habe meinen Nerz nicht eingepackt. Meinst du, das geht auch ohne Mantel? Wir reisen in den Sommerurlaub. Ja, aber doch nach Schweden. Jedenfalls fahren sie mit dem Zug. Er denkelt, sie schläfelt. Und sie fahren durch die Heimatstadt ihrer Hoheit. Die sehen sie jetzt nicht. Da müssten sie sich umdrehen. Mensch, da wohnt der olle Dings und der olle Bums. Na, und irgendwann sind sie dann auf der Fähre nach Dänemark, was Peter gar nicht egal ist. Nicht kreuzen, du Kauz. Und um sicher zu gehen, verspeist sie in seinem Beisein einige Heringe, aber er schweigt die Heringe an. In Dänemark, dieses ist Kopenhagen, geht's Peter schon wieder wesentlich besser und er fällt in die Radieschen ein. Und die so, na, ist ja schön, dass du wieder Appetit hast, jetzt noch eine schöne Tasse warmes Maschinenöl. Und sie schauen sich in Dänemark noch scheußliche, gemalte, nackte Jünglinge an, völlig verjeistigter Militarismus. Dann nehmen sie die Fähre nach Schweden. Und sie so, sprichst du eigentlich Schwedisch? Nee, ich mische immer Deutsch und Englisch und hänge hinten ein Ass an die Worte an. Und das, verstehst du, sie gut das. Sie fahren zuerst nach Stockholm, schauen sie sich die Stadt ein bisschen an und engagieren einen Dolmetscher. Herr Bengtsson. Guten Tag! Der spricht hauptsächlich Englisch und er hilft Ihnen bei der Suche nach einem Ferienhäuschen, was ein paar Tage schön ist. Hier sind wunderschöne Leute. Wie lange soll das noch gehen, Daddy? Wir sind doch keine Rockefellers. Also wir brauchen jetzt mal ein Ferienhaus. Wir fahren nach Mariefred. Das liegt am Mälarsee und ist mit Schloss Gripsholm, hier im Hintergrund zu sehen, gesegnet. Er führt sie ins Schloss und stellt Ihnen Frau Andersson vor, die Verwalterin. Und die so, was? 2,5 Zimmer für so wenig Geld und Sie kochen für uns? Warum tun Sie das? Aus Friendlichkeit. Tschüss. Und damit dürfen Sie im Schloss Gripsholm ihre Ferien verbringen und tun unter anderem Folgendes. Diesen Satz vergessen Sie bitte nie wieder. Wir lagen auf der Wiese und baumelten mit der Seele. Was unter schwedischem Himmel am See mit Sonne besonders gut gelingt, sodass selbst Lydia ihres fetten Arbeitgebers mal vergisst. Ich mag dicke Männer eigentlich, bild dir bloß nichts ein. Dann lernen wir, die Leser, das Kind kennen. Schluchz! Sagen tut es nichts. Es wünscht sich nur, dass diese Ewigkeit von Schrecklichkeit bald vorbeiginge. Schwedenurlaube scheinen allgemein das Bedürfnis zu verursachen, etwas Lustiges anzustellen. Und als eine Gruppe deutscher Touristen das Schloss heimsucht, sagt ihr so, lass mich mal mit der Leiter da in dieses Verlies. Und sie lässt ihn mit der Leiter in das Verlies. Und als die Touristengruppe des Verlieses ansichtig wird, ruft er von hinten so, buhu, und die oben so, waah, sind ganz schnell weg. Und dann lacht er von unten hoch, haha, Prinzessin, kannst du mich wieder rauslassen? Hallo, Prinzessin? Und nachdem sie ihres Spaßes genossen hat, hahaha, lässt sie wieder raus. Sehr witzig. Dann treffen sie die Kinder des Ferienlagers beim Gassigang mit Frau Satansbraten Adriani. Und ganz hinten geht einsam und verlassen die Ada. Und die so, oh Gott, die armen Kinder, hier hast du zwei Blümchen. Die nimmt die Blümchen so. Dann sind sie auch schon wieder weg. Hernach fragen sie dann im Schloss die Frau Andersson, was sind denn das für komische Kinder mit dieser Frau? Das ist Frau Adriani von Legesta, Kinderkolonie. Gottlob, keine schwedischen Kinder, Urschreckt, weil das ist eine deutsche Frau. Aber erstmal vergessen sie der Kinderkolonie, trinken teuren Whiskys und machen Musik. Warum ist es immer so laut, Lydia? Gott schenke uns Ohrenlieder.
Und aus dem braunen Getränke steigen Peter ein paar böse sexuelle Gedanken angesichts seiner Freundin. Aber die schlägt er tot und wir erfahren, dass das Kind schon flehentliche Briefe an seine Mama geschrieben hat, jetzt aber Zensur im Kinderheim herrscht. Und sein kleiner Bruder vor ein paar Jahren mal hier gestorben ist und trotzdem muss es immer noch hier hinfahren. Und dann schreibt Karlchen: Ich habe noch 8 Tage Urlaub und würde die gern mit dir und deiner Frau Freundin verleben. Und dann steht er auch schon am Bahnhof und wird abgeholt. Ein Wetter wie zum Eierlegen. Kann man denn eigentlich in eurem See hier baden? Jawohl, 16 Grad Celsius oder 20 Remius. Kommt drauf an, ob du umgetauscht hast. Ist ja heute immer noch so. Und die Prinzessin geht ab und zu Knöpfchen kaufen und ansonsten erholen sie sich, was eine schwere Arbeit ist. Unterdessen in der Kinderkolonie. Du Schlumpe! Das sagt sie wirklich. Du Teufelsbraten! Die Lisa hat Essen gestohlen! Kollektivstrafe, Badeverbot für alle. Im Haus seid ihr sowieso besser zu kontrollieren. Und als das Kleeblatt mal an diesem Kinderheim spazieren vorbeigeht, läuft ihnen niemand anders als die kleine Ada in die Arme und die Lydia so: Wo willst du denn so schnell hin? Die schlägt uns und wir kriegen nichts zu essen. Wie heißt du denn? Ada Colin. Und wo ist deine Mutti? In Zürich. Da steht aber auch schon der Hausdrachen da und sagt: Was tun Sie hier mit dem Kinde? Guten Tag. Geben Sie das Kind her. Das sagt, es wird hier geschlagen. Was? Lüge, Unverschämtheit. Mitkommen und Sie Abmarsch. Es wäre hübsch, wenn Sie ein bisschen höflicher wären. Und dann ist sie aber weg und so: Pff, ihr Esel. Ich habe dem Kind noch zugeflüstert, dass es seine Adresse auf den Zettel schreiben und aus dem Fenster werfen soll. Man kann den Hintern schminken, wie man will. Es wird kein ordentliches Gesicht raus. Und tatsächlich kriegen sie die Adresse von Adas Mutti und schreiben ihr einen Brief nach vielem Hin und Her. Und ich muss wieder fahren. Und kaum ist er weg, kommt Billy. Und der Kurt turnt und die Damen turnen. Turnen ihn ebenfalls extrem an und endlich antwortet Frau Colin und mit mütterlichem Einverständnis schauen Peter und die Prinzessin mal nach Ada. Und der alte Giftzahn von Verwalterin empfängt sie. Was wollen Sie? Im Auftrag von Ihrer Mutti mit Ada sprechen. Einmischung, Konspiration. Wer sind Sie denn eigentlich? Niemand hat die Absicht, Sie zu kontrollieren. Ada, wie geht's dir? Und die so: Danke, gut. Ist denn das Grab von Will in Ordnung? Natürlich ist das in Ordnung. So, wir haben dir eine Puppe mitgebracht. Rappe, verschwinde. Augenblick mal. Ada, wenn das ist, wir wohnen im Schloss Gripsholm. Verschwinden Sie, heiraten Sie mal lieber. Jetzt ist das Maß voll und sie telefonieren mit Zürich und der Kurt sagt: Hier, Frau Colin, schreiben Sie uns einen Brief, dass wir das Kind abholen können. So geht das nicht. Ja, wenn Sie meinen, dann machen wir das so. Und nach diesem Triumph ist die Stimmung bei dem Kleeblatt natürlich ausgelassen. Und die Damen beschließen, dass sie heute mal gemeinsam in einem Bett übernachten und der Kurt ins Sexil muss. Und sagt noch gute Nacht und dann wird noch ein bisschen Kreuzworträtsel gelöst und seine Freundin sagt: Dann küsst doch mal die Billy. Und dann küsst er die Billy und dann geht die erotische Fantasie mit dem Auto durch und sie verbringen tatsächlich eine Nacht miteinander und dann ist die Billy auch schon wieder weg. Wie ist das denn nun alles gekommen? Wann schreibt denn diese Frau Colin endlich? Himmel, Herrgott, Donner, Daddy! Du sollst es Anstandsgedenk sein. Da kommt der Brief und just in diesem Augenblick steht plötzlich Ada vor ihnen wie ein kleiner Gegenstand. Die gebe ich nicht mehr her. Nee, aber wir gehen jetzt ihre Sachen zusammenholen. Geben Sie sofort das Kind zurück, die wird bestraft. Och nee. Doch! Nee, auf keinen Fall, denn wir nehmen sie wieder mit. Was? Das haut sie um. Hier ist ein Brief von der Mutter. Sofort die Sachen rausgeben, sonst gibt's keinen Scheck. Und sie fängt an zu heulen. Buhu, ich hab doch einen kranken Mann und die Kinder. Und als sie merkt, dass keiner Mitleid mit ihr hat: Scheißbande! Dann fahren die beiden mit dem kleinen Gegenstand nach Deutschland zurück. Und auf der Fahrt sagt sie: Sind Sie eigentlich Landstreicher? Die Frau Adriani hat das gesagt. Und wenn ja, was streichen Sie an? Und die so: Und während der Fährfahrt, als das Kind schläft, trinken die Prinzessin und ihr dicklicher Prinz auf den vergangenen Urlaub. Auf Karlchen! Auf Billy! Ob dattet uns wohl go, ob unsere ohlen Tage! Und wenn ihr aus diesem wunderschönen Büchlein nicht euer eigenes Fazit zieht, dann ist keiner Hilfe für euch. Und das, liebe Gemeinde, war Schloss Gripsholm von Kurt Tucholsky. Vielen Dank.